Hallo, in diesem Video möchte ich auf die Funktion Textposition auf Abwicklung eingehen. Diese Funktion ist jedoch nur im Modul Blech Professional enthalten. Das heißt, sollten Sie ein Stahlbau-Package haben, dann ist diese Funktion natürlich auch ausgegraut. So, diese Funktion ist folgendes. Und zwar kann ich damit die Lage des Positionstextes auf der Abwicklung definieren. Das heißt, wenn ich hier einfach mal eine Abwicklung erzeuge, kann ich hier natürlich den Zusatztext einstellen. Diesen kann ich natürlich auch jederzeit editieren. Dies ist hier einfach die Grundeinstellung. Ich ändere meine Grundeinstellung dahingehend ab, dass ich nur die Positionsnummer haben möchte. Ich müsste jetzt natürlich noch sagen, dass ich den Positionstext innerhalb haben möchte. Und wenn ich hier eine Abwicklung erzeuge und auch eine Gleichheitssuche erzeugt habe oder gemacht habe, dann sehe ich hier in diesem Fall den Positionstext, welchen ich dann gravieren lassen kann. In sehr vielen Fällen, wie auch in diesem Beispiel einer Blechkassette, möchte ich diese Positionsnummer vielleicht aber an einer immer gleichen Stelle, wenn ich diese parametrisiere, oder an einer fix definierten Stelle ausgeben. Dazu kann ich hier einfach mal die Lasche aktivieren und die Funktion Textposition auf Abwicklung auswählen. Jetzt wird mir natürlich die Ebene abgefragt, wo ich diese Position hinhaben möchte. Und ich kann mir hier einen Ausrichtungssymbol und zugleich auch die Textgröße definieren. Ich wähle hier in diesem Fall die 20 mm und möchte hier über einen relativen Punkt, das heißt von dieser Ecke 100 in die X-Richtung und 5 in die Y-Richtung diese Position haben. Das heißt, wenn ich hier mir die Abwicklung nochmal anschaue und mir diese Abwicklung abgleiche, dann sieht man hier, wie meine Positionsnummer an die richtige Stelle gekommen ist. Dies kann ich natürlich noch weiter bearbeiten, was ich ja bereits auch in anderen Videos gezeigt habe, wie ich diese Positionsnummer auch in den richtigen Layer bzw. Farbe für das DXF ausgeben lassen kann.